Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zur 18. Folge StarCraft Remastered, und zwar als Brood War Variante. Ganz kurz zur Ausgangssituation oder was wir hier gerade machen. Also wir sind in Mission 8, die heißt Countdown, Protoss Mission 8 wohlgemerkt, und wir müssen Artanis und Zeratul zum Tempel bringen. Das ist das Ding, was hier in der Mitte steht. In der letzten Folge hatte ich schon angefangen, hier ein bisschen zu bauen. Nämlich hier und hier. Und jetzt muss ich sagen, ich habe ein bisschen weitergespielt. Und ich hätte es auch gern gezeigt. Aber leider hatte ich Tonprobleme. Ich habe es auch aufgenommen, aber ich habe sozusagen keinen Ton aufgenommen. Das ist natürlich totaler Kack. Und die Folge jetzt aber nochmal nachzuvertonen oder nochmal aufzunehmen, ist auch Quatsch, weil es ist gar nicht viel passiert. Ich habe einfach nur hier noch ein bisschen ausgebaut, ein bisschen Dragoner, ein bisschen Berserker, wie man hier sieht. Und habe das hier in der Mitte eingenommen. Das ist quasi, das war vorhin Serkant sozusagen, eine weitere Basis. Mehr ist nicht passiert. Er rennt hier ab und zu mal gegen mich an, der Computer. Aber eher so ohne Erfolg. Und ich muss eigentlich hier rein und diesen Tempel in Besitz nehmen. Und das werden wir jetzt tun und habt ihr sozusagen nichts großartig verpasst, denn jetzt kommt der... Ja, er rennt ab und zu mal gegen mich an, das ist schon klar. Das sollten wir mal... Die sind eh alle jetzt nutzlos hier, die ganzen Drohnen. Ah, der verdammte... Das verdammte Vieh hier. Wir müssen mehr von den Teilen hier bauen, damit die Basis sozusagen... damit die ihre Ruhe haben. Ich habe ja relativ viel Ressourcen, vor allen Dingen viele Kristalle. Deswegen leiste ich mir das jetzt mal, damit ich meine Ruhe habe und in aller Konzentration hier mich vorarbeiten kann. So, und wir rennen jetzt da einfach rein. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr groß zu warten. Ich sehe den Kampf vorbei. Wegfindung natürlich scheiße wie immer. Machen wir uns nichts vor, die ist auch so schlecht. So. Ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass ich hier das verteidigen muss. So kommt es mir irgendwie vor. Das kann nicht anders sein. Das muss ich wahrscheinlich verteidigen. Denn hier ist ja quasi gar nichts. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Und hier gibt es einfach zu viele Ressourcen, als dass das nichts zu bedeuten hätte. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ressourcen, die können wir gleich mal nach hinten schieben. Gut, du musst dahin. Und du musst dahin. Ich bin bereit. Werde ich gebraucht. Bestätigt. Beginne. So, die Serg vertrieben. Kurz erkunden, was hier noch so gibt. Bestätigt. Initialisiere. Hier scheint noch eine größere Ansammlung zu sein. Und was hier ist, wissen wir ja auch nicht. Was ist hier los? Der Urash-Kristall ist in Sicherheit. Okay, der... Wer ist jetzt da?
übertrage? Eure Krieger bekämpfen die Gegner. Der Kalis-Kristall ist in Sicherheit. Exekutor, Zeratul und ich beginnen damit, die Energien des Tempels zu bündeln. Ihr müsst die Zeit daran hindern, den Tempel zu zerstören, während wir arbeiten. Adun sei mit euch, ja. Exekutor. Das sehe ich jetzt nicht als allzu großes Problem, aber es war klar, genauso läuft's. So, die Drohnen. Wir machen jetzt mal einen Nexus, bitte. Können wir den hinsetzen? Da. Jetzt was anderes. Genau, dann machen wir hier mal so. Wir werden angegriffen. Die Vergifter. Die sind ekelhaft. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Erwarte Instruktionen. Okay, müssen wir mal schauen, weil wir müssen jetzt ein paar Sachen machen und zwar schnell. Und dazu gehört, dass wir die Verteidigung schon mal aufbauen. Bekämpfen den Gegner. Wir werden angegriffen. Oh, das sind viele. Oh, das sind recht viele. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Haben wir denn da noch was? Nee. Da sind auch schon wieder welche am Start. Hier sind echt viele. Ekelig. Ein Wächter! So schön kann man hier gar nicht bauen. Wie es hier abgeht gerade. Ich hätte jetzt nicht übel Lust, muss ich ehrlich sagen, Flotte zu bauen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Yeah.
mach ich. Hier ist ein Messerarbeit zu erledigen. Was ist das denn? So. Oh. Was machen die denn eigentlich da? Weiß ich gar nicht mehr. Wir müssen mal ein bisschen hier was etablieren, dass man hier so einen Grundschutz mal hat. Weil das ist doch... So ist das doch kacke. Aber das wird schon. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Wir werden angegriffen. Oh, das ist auch nicht ohne. Oh, das ist auch nicht ohne, was hier abgeht. Ich fürchte, es wäre an der Zeit. Ich befürchte, es ist an der Zeit. Zu verschwinden. ja. Wir werden angegriffen. Von allen Seiten wird man hier attackiert. Das ist ja echt nicht schön. Wir werden angegriffen. Aber die Wächter, die sind echt beschissen. Wir werden angegriffen. Bestätigt. Am besten ist natürlich der da oben. Wir werden angegriffen. Euer Befehl. Ja, die machen ja alles kaputt, aber ich kann jetzt nicht alles gleichzeitig verteidigen, das ist auch klar. Ich muss mich ein bisschen auf Kernkompetenzen beschränken. Wir werden angegriffen. Das Schwein! Wir werden angegriffen. Kommt der da mit sowas, ey? Das ist ja eine miese Nummer. Also wenn ihr mich fragt, mich fragt zwar keiner, wenn ihr mich fragt, es wäre es besser, wir würden noch ein paar von den Dingern hier bauen. Oder mehr davon. Wenn der mal fertig ist, dann gibt's ein bisschen was auf die Backen. Genau. Aber bis der seine Träger gebaut hat, das dauert ein bisschen. Wir werden angegriffen. Weil seine Drohnen gebaut hat, besser gesagt. Wir werden angegriffen.
treffen den Gegner. Ich abbreche das gleich kaputt. Angegriffen. Ist nur was anderes zu der Sache beizutragen, als dass wir nur angegriffen werden. Flugzeugträger ist natürlich eine gute Art und Weise, hier solchen Wächtern entgegenzutreten. Gut, 3 Minuten noch. Das ist. Wir werden angegriffen. Machbar. Was ich nicht weiß, ist, wo eigentlich meine Spezialeinheiten sind. Die, wenn die sterben, ist das Spiel ja zu Ende. Das wäre ja mal echt unschön. Wir werden angegriffen. Oh, oh, oh. Das ist der Moment, bei dem die Träger bitte besser das Weite suchen. Warte mal, wie war denn das mit A? Oh. Mit A oder so? Ne, weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwie konnte man doch. Das nicht mehr vergessen. Dass sie sozusagen fliegen und gleichzeitig kämpfen. Das wäre mega. Und da überleben es, glaube ich, gerade sogar. Wo ist denn der Träger, den ich mal hatte? Das scheint nicht mehr zu existieren. Jetzt sieht es nicht mehr so gut aus. Ich will ehrlich sein. Ah, die Viecher. Die sind schuld an allem. Wo sind meine Spezialfuzzis? Sind die im Tempel drin? Wo sind die? 30 Sekunden noch. Das soll jetzt hier umschaffen sein, oder? Also das ist jetzt echt krass, was die hier auffahren. Gleich zu Anfang. Der Tempel ist noch voll. Ne, der Tempel ist das hier. Exekutor, wir werden angegriffen. Abgeschlossen. Zieht eure Streitkräfte in den Tempel zurück und macht euch bereit. Okay. Bereit. Das war der Sieg, aber lange hätte ich nicht mehr durchgehalten. Okay. Ah, das war die letzte Protoss-Mission. Ich verstehe.
passiert hier? Zerstört, Mission erfüllt. Also ich muss schon sagen, gerade bei den Videosequenzen oder bei diesen Ländersequenzen merkt man ja schon, dass das Spiel etwas veraltet ist. Also früher war das ja so das Highlight, gell, diese Ländersequenzen. Jetzt sehen die schon ein bisschen schäbig aus, möchte ich fast sagen. So, damit ist die Protoss-Kampagne abgeschlossen. Das ist sozusagen die erste Kampagne in Brood War. Und dann geht es jetzt wohl, wenn ich das richtig interpretiere, mit den Terranern weiter. Und das passt ja ganz gut, denn die Folge hier ist vorbei. Und damit sage ich auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge und dann eben dem Beginn der Terraner-Kampagne, Episode 5. Macht's gut, auf Wiedersehen.